Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Feministinnen und Feministen, Katharina hat es ganz richtig gesagt, damit müssten alle angesprochen sein. Wie schön ist es, dass der Start in unsere Jubiläumsfeier so viel Interesse findet. 160 Jahre alt wird unsere alte Tante SPD und zu Recht stehen die Frauen zu Beginn und heute im Mittelpunkt. Denn es waren ja immer wieder starke Frauen, die unsere Geschichte geprägt haben. Seit 50 Jahren organisieren sie sich in einer Arbeitsgemeinschaft. Davor auch schon, haben wir gehört. Von mir und von Lars Klingbeil ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, liebe ASF. Stefan Müller hat uns diese tolle Ausstellung 16 Frauen aus 16 Jahrzehnten vorgestellt. Manche haben spekuliert, es könnten 16 Bundesländer sein. Nein, das ist es nicht, aber 16 Jahrzehnte. Und hat uns damit nochmal die Power der SPD-Frauen vor Augen geführt. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür. Und du, liebe Katharina, du hast uns wirklich nochmal ganz deutlich gemacht, welche besondere Bedeutung auch die Rolle der Frauen für die Entwicklung der SPD in all den Jahrzehnten gehabt hat. Ich selbst bin in einem aktiven SPD-Haushalt aufgewachsen, war also alltäglich von SPD umgeben. Und dennoch ist die Sozialdemokratie für mich immer etwas ganz Besonderes gewesen und geblieben. Wie viele andere sind meine Eltern in den Willi-Jahren eingetreten. Und diese Jahre haben auch mich ganz besonders geprägt. Ich bin seit 32 Jahren jetzt Mitglied dieser wunderbaren Partei. Und davor war ich in der politischen Jugendbewegung aktiv. Ich habe gegen Rechtsradikale wie die Wikingjugend oder Karl-Heinz Hoffmann demonstriert und natürlich gegen Atomkraft. Und ich war, wie viele von euch, im Bonner Hofgarten und habe für den Frieden demonstriert. In der Jugendbewegung ebenso wie in meiner ehrenamtlichen Parteiarbeit habe ich ganz besonderen Wert auf Partizipation gelegt. Ich bin überzeugt, Demokratie braucht nicht nur Überzeugte, sie braucht aktive Demokratinnen und Demokraten, die ihre Teilhabe auch immer wieder als wirksam erleben. Beruflich habe ich viele Jahre ungelernt gearbeitet. Ich habe gekellnert, ich habe Pakete zugestellt und als Schreibkraft gearbeitet. Nach meiner Ausbildung zur Informatikerin habe ich Software entwickelt. Ich habe drei wunderbare junge Menschen beim Erwachsenwerden begleitet und habe mich in der Elternvertretung engagiert, wie so viele andere auch. Und als meine Kinder aus dem Gröbsten raus waren, habe ich meine politische Kinderpause, so möchte ich es vielleicht nennen, beendet. Ich bin in die Kommunalpolitik gegangen und habe für den Bundestag kandidiert. Und das alles, wie soll ich das sagen, das ergab sich so. Ich bin seit 2013 Bundestagsabgeordnete, habe in der Bildungspolitik, in der Digitalpolitik Fuß gefasst. Ich habe Sigmar, ich habe Martin, ich habe Andrea als Vorsitzende an unserer Spitze miterlebt. Doch nach dem Rücktritt von Andrea Nahles im Jahr 2019 waren wir alle ganz schön schockiert. Ich habe meinen Schock damals in einem Blogartikel verarbeitet, dessen Überschrift lautete SPD am Abgrund? Fragezeichen. Ich habe mir sehr, sehr ernsthafte, existenzielle Sorgen um unsere Partei gemacht. Diese Sorge hat mich dazu gedrängt, gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans für den Parteivorsitz zu kandidieren. Und erstmals in der Geschichte, mit einem ganz besonderen Verfahren auch, haben die Mitglieder der SPD sich eine gemischte Doppelspitze gewählt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ihr kennt sie ja eigentlich mehr oder minder. Ich finde, daraus wird etwas deutlich. Erstens, niemand wird als Ministerin, Parteivorsitzende oder Bundeskanzler geboren. Zweitens, es gibt nicht den einen Weg in die Politik. Und drittens, wenn etwas getan werden muss, wenn die Gelegenheit da ist, dann muss Frau sie beim Schopfe packen und sich was zutrauen. Mir hat das immer Mut gemacht und es erfüllt mich auch heute mit großer Zuversicht, wie viele inspirierende Sozialdemokratinnen es gibt, die jeden Tag Gelegenheiten beim Schopfe packen und sich politisch engagieren. Eine von ihnen möchte ich euch kurz vorstellen. Es geht um Stefanie Inka Jene. Sie ist im Südwesten von Berlin geboren und aufgewachsen. Wo sitzt sie denn? Ganz hinten, Stefanie, warum denn das?
Ich darf dich vorstellen. Wir haben in den sozialen Netzwerken nach prägenden Sozialdemokratinnen von heute für morgen gefragt. Und da wurden wir auf Stefanie aufmerksam gemacht. Über die Elternarbeit. Ich erzähle noch ein bisschen was über dich. Ich erzähle schon noch ein bisschen was über dich. Über die Elternarbeit, wo du erst in der Kita und dann in der Schule auf verschiedenen Ebenen tätig wurdest, bist du letztlich in die Politik gekommen. Und auch darum geht es ja heute noch um die Kinder. Deshalb bist du in die SPD eingetreten. Du sagst, als Sozialdemokratie sei es unser Auftrag, jedem Kind eine gute Kindheit zu ermöglichen. Gute Entwicklungs- und Bildungschancen, sagst du, dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Damit sprichst du mir aus vollstem Herzen. Stefanie ist in Marzahn-Hellersdorf in der BVV als familienpolitische Sprecherin und als stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses tätig. Und ich finde das ganz großartig. Ben Schneider hat uns und dir den Gefallen getan, uns auf Stefanie hinzuweisen. Er beschreibt sie als Sozialdemokratin im besten Sinne. Sie versteht sich als Kämpferin für ein modernes und familienfreundliches Marzahn-Hellersdorf. Mit ihr macht es Spaß, sagt er, für die Sache der Sozialdemokratie zu streiten und Politik zu gestalten. Und genau das macht unsere Politik aus. Menschen wie Stefanie, die sich ehrenamtlich engagieren, die heute Politik machen, damit es uns morgen besser geht. Vielen Dank, Stefanie, ich bin stolz auf dich. Und dabei ist es total wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, uns vernetzen und gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Katharina hat es angesprochen, denn die schenkt uns keiner. Und genau dafür war und ist die ASF immer eine ganz wichtige Stütze. Wo stünde ich, wo stünden wir denn heute ohne den gemeinsamen Kampf der Frauen, den Kampf der ASF um unsere Rechte, auch in der SPD? Denn nach dem Wahlrecht für Frauen, das die SPD 1918 erstritten hat, war die Quote eine der größten Errungenschaften der Geschichte unserer Partei. 1988 errungen wird für ewig verbunden sein mit den Namen von Inge Wettig-Danielmeier und Hans-Jochen Vogel. 2011 folgte der Reißverschluss. Da habe ich sogar mitgestimmt beim Bundesparteitag. 2017 wurde die Doppelspitze zunächst für Ortsvereine möglich gemacht und dann 2019 auch für den Parteivorsitz. Ich sage es ganz klar. Quotierte Redelisten, quotierte Vorstände im Ortsverein, im Kreisverband, im Landesverband, quotierte Listen bei der Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl. Das alles und nicht zuletzt starke Mentorinnen und Mentoren und Frauennetzwerke waren notwendig und bleiben notwendig als Ausgleich gegen die harten Bandagen, die die Jungs manchmal einsetzen, um ihre Macht zu erhalten. Da erzähle ich euch nichts Neues. Die Quote ist also eine feine Sache, doch von der Parität sind wir leider noch weit entfernt. Es ist deshalb toll, liebe Elke, Katharina hat schon viel Lobendes über dich gesagt, ich will dich nicht weiter quälen. Es ist toll, dass du dich als Sachverständige in der Wahlrechtskommission so eingesetzt hast für die Parität. Auch Leni Breimeyer und Josefine Ortleb waren dort sehr, sehr unermüdlich an der Arbeit, um die Parität voranzubringen. Clara Geiwitz hat ja als Pionierin sich in Brandenburg darum verdient gemacht. Bedauerlicherweise ist man sich, ja, da können wir klatschen. Bedauerlicherweise ist man sich in dieser Kommission zwar darüber einig, dass mehr Frauen im Bundestag eine gute Sache wären, mal so grundsätzlich, dass man deswegen aber gleich ins Handeln kommen muss. Das sehen vor allem die, die keine Quote haben, deren Frauenanteil noch recht überschaubar ist, leider nicht so. Überraschung. Oh Mann. Mindestens für die Aufstellung von Landeslisten, finde ich, muss die Parität noch in dieser Legislatur ins Gesetz. Na, wir arbeiten dran. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, multiple Umbrüche und Krisen prägen unsere Zeit. Und wir wissen sehr genau und haben es während der Corona-Pandemie noch mal schmerzlich erfahren, wer Krisen im Alltag bewältigt. Das sind die Frauen.
Wer hat unsere Gesellschaft wie selbstverständlich vor dem Kollaps bewahrt, als Kitas, Schulen und Tagespflegeeinrichtungen immer wieder geschlossen waren? Es waren wir, die sorgenden Mütter, die pflegenden Töchter. Viele haben deshalb ihre Arbeitszeit reduziert und kehren jetzt nur zögerlich zurück in die Vollzeit. Die Pandemie hat noch mal sehr, sehr deutlich gemacht, dass der Gender Care Gap noch immer harte Realität ist. Unsere Gleichstellung wächst, aber sie muss noch krisenfester werden. Auch der Krieg Russlands ist eine solche Krise. Er verursacht unfassbares Leid, verletzt und tötet Menschen. Frauen werden Opfer sexualisierter Kriegsverbrechen, Kinder werden verschleppt. Dazu kommt eine auf Jahrzehnte zerstörte zivile Infrastruktur, die einen gigantischen Wiederaufbau notwendig machen wird. Und wir ahnen aus der historischen Erfahrung, es werden die Frauen sein, die den Wiederaufbau der Ukraine stemmen. Sie werden es sein. Sie werden es sein, die helfen, die individuellen und die kollektiven Traumata zu überwinden. Doch auch die Umbrüche unserer Zeit, der sozialökologische Umbau, die Digitalisierung, der demografische Wandel, sie machen trotz all der Krisen keine Pause. Sie beschleunigen sich sogar. Was wir Transformationen nennen, liebe Genossinnen und Genossen, bedeutet, dass vieles sich ändern wird, sich ändern muss. Doch diese Veränderungen kommen nicht einfach so über uns. Gerade für uns SozialdemokratInnen ist völlig klar, auch aus unserer Geschichte heraus, die Transformation ist eine politische Gestaltungsaufgabe. Und dabei haben die letzten Jahrzehnte uns immer wieder gezeigt, Krisenbewältigung und Transformation sind Aufgaben, die mehr als eine Nation brauchen. Wir SozialdemokratInnen nehmen diese Gestaltungsaufgabe deshalb ganz selbstverständlich auch in Europa wahr. Und dabei stichst du, liebe Katharina, ganz besonders hervor. Als Vizepräsidentin des Europaparlaments zeigst du mit deiner Arbeit an jedem Tag, welche Bedeutung unsere sozialdemokratischen, die europäischen Werte bei der Gestaltung der Transformation haben. Vielen Dank dafür. Natürlich ist für uns SozialdemokratInnen völlig klar, die Transformation kann nur gelingen, wenn alle mitkommen, wenn alle auch gleichermaßen teilhaben. Da kommt es ganz maßgeblich natürlich auch auf Gleichstellung an. Aus technologischem Fortschritt sozialen Fortschritt machen, liebe Genossinnen und Genossen, das war einer der Gründungsimpulse der SPD in der industriellen Revolution. Und es bleibt natürlich unser Antrieb. Damit diese Umbrüche gelingen, braucht es eine feministische Perspektive. Denn Frauen sind Fachkräfte für Transformation. Schaut euch die Biografien von Frauen an. Die Kraft, immer wieder aufzustehen, beziehen wir nicht aus unserer guten Ausbildung. Die beziehen wir ebenso wie einen ganz pragmatischen Veränderungsmut. Ja nun, es muss halt. Aus den Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Daher beziehen wir unsere Kraft. Es sind die Altenpflegerinnen, die Mechatronikerinnen, die Busfahrerinnen, die Ärztinnen, die Erzieherinnen, Informatikerinnen und viele, viele andere Frauen, die den Laden am Laufen halten. Und wir brauchen ihre Expertise, ihre Ideen, ihre Power. Und deshalb muss der Gender Care Gap eben in den Familien, in der Gesellschaft insgesamt eine besondere Rolle spielen, damit wir verstehen, was es bedeutet, wenn wir gerechter aufteilen, auch für uns alle bedeutet. Ein Zugewinn an Lebensqualität übrigens für alle, die sich auf Familie einlassen, das nur nebenbei. Und natürlich müssen die Betreuungsinfrastrukturen entsprechend aufgebaut werden, aber es muss sich eben auch die Organisation von Leben und Arbeit, es müssen sich der Arbeitsmarkt, die Personalentwicklung und auch natürlich die Führungskultur endlich an den besonderen Fähigkeiten und an den besonderen Bedürfnissen von Frauen ausrichten. In Kitas, in Schulen, in der Pflege, in der Dienstleistung, aber natürlich auch in technischen, in Handwerksberufen. Es müssen neue Zugänge erschlossen werden. Wenn neue Berufsbilder entstehen, dann müssen sie sich eben auch an Mädchen und Frauen, ganz gezielt an Mädchen und Frauen richten, wenn sie überhaupt eine Zukunft haben wollen. Dabei sehe ich mit Sorge, dass es auch einen Digital Gender Gap gibt. Und ich will ganz deutlich sagen, Frauen dürfen nicht auf die Chancen der Digitalisierung verzichten. Applaus
Und der digitale Wandel darf auch nicht auf den Beitrag der Frauen verzichten. Und deshalb müssen wir jetzt in allen Branchen die Türen und die Fenster weit aufstoßen. Wir brauchen flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Ich bin da ganz beim DGB. Wir brauchen Arbeitszeiten, die zum Leben passen, zum Leben von Frauen. Ich habe, Katharina hat es gesagt, zum 1. Mai eine Debatte über die Vier-Tage-Woche angestoßen. Ich finde es erst mal gut, dass wir jetzt alle drüber reden. Denn man muss es so sagen, während ein Teil der Beschäftigten die Vorteile des Homeoffice für sich nutzen kann, um Leben und Beruf besser in Einklang zu bringen, kann die Arbeit am Pflegebett oder am Hochofen nicht gut nach Hause verlagert werden. Und für diese Beschäftigten ist eben die Vier-Tage-Woche eine Chance, eine bessere Balance in ihr Leben zu bringen. Und natürlich muss es dabei einen Lohnausgleich geben. Wir wollen doch nicht, dass der Fortschritt ein Elitenprojekt bleibt. Klar, muss ich zugeben, es hört sich erst mal nach einem Widerspruch an, gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels von Arbeitszeitverkürzung zu reden. Aber das größte Potenzial zur Behebung unseres Fachkräftemangels liegt in der Senkung der Teilzeitquote. Die ist in Deutschland so hoch wie fast nirgendwo. Anders als etwa in Frankreich, wo der Ganztag in der Schule an 4 Tagen die Regel ist, arbeiten die Frauen hier nur in Teilzeit oder sogar nur geringfügig, weil der Ganztag eben die Ausnahme ist. Und auch die Tagespflege übrigens, Nischendasein, fristet. Eine 4 Tage Vollzeit kann für diese Frauen die Möglichkeit eröffnen, ihren Erwerbsanteil zu erhöhen. Insgesamt zeigen Studien und Praxisberichte, dass eine 4-Tage-Woche die Arbeitszufriedenheit, die Produktivität der Beschäftigten erhöht und gleichzeitig Krankenstand und Fluktuation senkt. Unternehmen, die das Modell schon ausprobieren, haben festgestellt, dass ihre Attraktivität als Arbeitgeber gewaltig steigt. Und das ist in solchen Zeiten, wo der Arbeitsmarkt ein Arbeitnehmermarkt ist, gar nicht so schlecht. Alles in allem würde ich sagen, es ist in Zeiten des Wandels nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten, mal out of the box zu denken. Liebe Genossinnen und Genossen, Artikel 3, es ist angesprochen worden, unseres Grundgesetzes sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert hat diesen Artikel gegen heftige Widerstände auch in den eigenen Reihen durchgefochten. Bis heute ist das nicht etwa, das muss man sagen, eine Zustandsbeschreibung. Das war es damals nicht und das war es auch dann nicht, als der Zusatz hinzukam, sondern eben ein Appell für unser politisches Handeln. Fortschritte in der Gleichstellungspolitik gab es nicht und gibt es nicht ohne die SPD und nicht ohne die ASF. Doch beim Rückblick wollen wir nicht verharren, es gibt viel zu tun. Ich habe es schon gesagt, die Demokratie braucht aktive Demokraten und Demokratinnen. Sie, gerade jetzt wird die Stimme der Frauen gebraucht. Frauen dürfen niemals verstummen. Als Mari Juchatz das erste Mal als Abgeordnete im Parlament sprach, haben die Männer gelacht. Sie hat es ignoriert. Annemarie Ringer hat als erste Bundestagspräsidentin Ähnliches erlebt und darüber hinweg gesehen. Häme und Abwertung von Frauen in der Politik gibt es auch heute noch. Ihr alle habt ähnliche Erfahrungen gemacht. Insbesondere im Netz erleben viele Frauen Hass und Hetze und ziehen sich deshalb immer mehr zurück. Diese Abwertung, diese Häme, dieser Hass gegen Frauen, sie sind dazu angelegt, uns persönlich zu treffen, um uns zum Schweigen zu bringen. Und sie treffen uns. Sie treffen uns und sie treffen die Menschen in unserem Leben, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Familie. Und deshalb dürfen all dieses ermüdende Mansplaining, dass Männer uns ungefragt die Welt erklären, all der empörende Sexismus nicht ohne Antwort bleiben. Frauen, die angegriffen werden, brauchen andere, die ihnen den Rücken stärken, die widersprechen. Niemals dürfen wir zulassen, und auch dafür will ich der ASF dankbar sein, dass sie einen Raum bietet für den Austausch von Frauen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Frauen verstummen, weil niemand ihnen beisteht.
Lasst mich eine Frau aus der Ausstellung in diesem Zusammenhang auch noch besonders hervorheben. Auch Regine Hildebrand hat nämlich eine Menge Häme erlebt. Einfach nur, weil sie eine Frau war. Doch Regine hat sich den Mund nicht verbieten lassen. Sie hat ohne Furcht für eine bessere, eine gerechtere, eine solidarische Gesellschaft sich eingesetzt, auch wenn der Wind mal von vorne blies. Regine war und ist in vielfältiger Hinsicht, aber insbesondere in dieser, ein Vorbild für uns Frauen, für ganz Deutschland, für die Politik. Sie war zupackend, sie war pragmatisch und sie war unverblümt direkt, wenn es um soziale Rechte ging. Ich erinnere an ihre Worte: Wir können uns stundenlang darüber unterhalten, dass in diesem System die Schwächeren untergebuttert werden. Das nutzt ja nichts. Wir müssen was dagegen tun. Einmischen, mitentscheiden, handeln. Das wollen die Frauen in der SPD, das will die ASF. Ihr, liebe Frauen in der ASF, habt in den vergangenen 50 Jahren viel erreicht. Ihr habt euch Ziele gesetzt, Missstände angeprangert, Benachteiligungen beseitigt. Ihr habt euch für gleiche Rechte, für Selbstbestimmung, für mehr Frauen in Führungspositionen engagiert. Nicht zuletzt habt ihr gegen Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung gekämpft. Für gleiche Bezahlung, gegen das Ehegattensplitting, das wir immer noch nicht überwunden haben. Für gleiche Rechte von Lesben und Schwulen, für die Rechte von Alleinerziehenden. Ihr habt unzählige Anträge gestellt, Programme geschrieben, Projekte geplant, Debatten geführt. Und immer habt ihr dabei mit Frauen aus anderen Verbänden und Organisationen ganz eng zusammengearbeitet, weil nur gemeinsam können wir es packen. Niederlagen habt ihr ausgehalten, habt ihr euch gegenseitig wieder aufgerichtet, neu diskutiert, neu geplant, neu angegriffen. Und deshalb gab und gibt es auch große Erfolge zu feiern. Die SPD und unsere Gesellschaft sähe anders aus ohne die ASF. Liebe Maria, liebe Ulrike, liebe sozialdemokratische Frauen in der ASF, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem grandiosen Jubiläum. Ich wünsche uns, ich wünsche euch, ich wünsche allen Frauen, nicht nur in der SPD, auch für die Zukunft viele, viele Erfolge. Und ich will euch versprechen, von uns beiden als Parteivorsitzende, dass wir euch immer dabei unterstützen. Vielen Dank.